Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part von Darksiders 2 Definitive Edition. Im letzten Part haben wir einfach nur rumgelabert, gingen hier quasi durch diesen Bereich, haben dann, wie ich den Code auch noch so eigentlich überzogen, obwohl ich meiner Meinung nach eigentlich schon ein bisschen früher Schluss gemacht habe, aber egal. Es kommt davon, wenn man nicht von Anfang an seine scheiß Uhr einstellt. Das habe ich jetzt natürlich wie immer quasi sofort geändert. Und ja, wir sind immer noch auf dem Weg zu... zum scheiß Kessel hieß es so, oder? Kessel, ne? Kessel? Kessel? Fessel? Spielchen? Durch den verkohlten Pass und der Narbe zum Kessel. Genau, richtig gemerkt. Ja, und Faggots? Wieso sage ich das jetzt? Komm, um die Y-Stücke kümmere ich mich auch mal. Diesen Level 2 Kreationskrieger. Ja, ich glaube, ich bin schon, glaube ich, ziemlich sicher, dass der... dass hier der gute hohe Balken die XP-Anzeige ist. Ich immer in Sorge, dass irgendwie ein kleiner Fehler entstehen könnte. Es sind noch unendliche Giga. Ich höre doch schon, wie die überall so rauskommen, aus dem Boden gesprießt kommen, ne? So eine Scheiße. Wenn ich jetzt jeden Gegner ständig bekämpfen würde, würde ich auch eine Ewigkeit brauchen. Deswegen, ich werde schon genug Gegner bekommen, wenn es sein muss. Zum Beispiel da, weil ich da jetzt hin will. Das ist auch geil, die Waffe ist halt so stark, dass zack, sie auch den Gegner in seiner eigenen Aktion stoppt. Für mich ist das halt mega laut, liebe Zuschauer. Also ich bin, sollte mega laut sein für euch, aber für mich ist das Spiel extremst laut. Auch lauter als andere Spiele. Ich weiß nicht wieso. Ich verstehe es nicht wieso. Es ist einfach so. Ja, das mag ich so. Ich kann mal so einen Abstecher zur Narbe machen. Ist auch gut halt quasi, weil man seine Schlacht raus schon von Anfang an mit sich hat. Dass man wirklich hier auch mal ein bisschen Gas gibt. Mehr Gas geben kann. Jetzt sind wir bei der Narbe angekommen und sollten hier doch bitte hochkommen. Natürlich nicht. Scheiß Ficker. Wo ist denn hier bitte ein Tor? Ist er nicht im Blind oder so? Ich kann es hier nicht sehen. Gott verdammt, hier kommen wir nicht hoch. Gut, das war ein schneller Abstecher. Ich muss alleine gehen. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, ich muss alleine gehen. Du hast aber auch kein Pferd, mein Freund. Du hast ein Schlachtross. Ein unsterbliches Schlachtross. Irgendwas in der Konvention, eine schädliche Beschreibung, ihr seid beinahe unschlagbar. Ist hier oben irgendwas? Nö. Aber schön, dass man wenigstens da hochhalten kann. Dass man die Möglichkeit hat. Jetzt selbst Wasser kann die Feuer des der Verzweiflung nicht auslöschen. So, ein bisschen Cash. Sofort instinktiv ausgewichen. Schön die Kombo nachgesetzt. Und du verpickst sie auch direkt. Und ja, wie ich schon versprochen, mir fällt es gerade jetzt auf. Jetzt gerade wollte ich ja über die Achtelfinalspiele spielen. Ich wollte über die Achtelfinalspiele spielen. Wow, guck, Alter, meine Güte, du Sprachfasching-Fetischist, ey. Sprachfasching-Fetischist, genau. Boah, jemand hat jetzt geiles Essen hier gemacht. Scheiße, ich lass mich mal ablenken. Ablenk-Fetischisten, Spasti. Komm, wir knallen noch die beiden Bobs hier weg. Zack, die Kombo ist super. 404, oh mein Gott. War das irgendwas Cooles? Sind da ich schon direkt wieder wie neue Bobs aus dem Boden sprießen. Das erste... Also, heute ist der
Dienstag und... Oh, Scheiße! Gestern waren die letzten Achtelfinalspiele. Die erste natürlich große Sensation und Überraschung und oh mein Herr, als Jugendlich geht natürlich an Island, die wirklich 1-2 gegen England gewinnen konnten. Eigentlich eine sehr bekannte Mannschaft, von der man es nicht erwartet, dass sie gegen eine Mannschaft wie Island verlieren. Deswegen echt Respekt an denen. Das war wirklich ein krasses Spiel. Rooney in der vierten... Alter, lass doch mal los, du Lappen! Meine Güte. Rooney in der vierten Minute macht hier erstmal ein Elfer rein für England, aber dann sofort in der sechsten Minute Ausgleich durch Sigurdsson und okay, Klauen. Ist das eine Zweitwaffe? Ja, ist ja interessant. Das ist quasi auch schnell eine... Oh, meine Güte, was ist das für eine... Das ist richtig schnell, das ist eine richtig schnelle Zweitwaffe. Leider ist die minderwertig, ja. Muss man leider so sagen. Sehr minderwertig. Gegenüber. Was ist natürlich eine schnelle Scheiße. Und auch für Stufe 3. Deswegen, aber ich finde den hier doch schon ein bisschen geiler. Weil er halt auch selten und so ist. Ho, ich bin tot. Steck den mal wieder irgendwo hin, wo du sowas wegpacken kannst. Und da ist wieder so ein Scheiß. Das sind definitiv Dinge, über die Sub geredet hat. Über diese blauen Wikesters. Spring einfach. Hallo, spring einfach. Alter Junge, du. Boah, du Sacksohn, ey. Spring doch einfach runter, ey. Was ist dein Problem? Und da bleibt er stecken, ey. Wow, Alter. Was für ein Opfer. Nee, das ist ein wirklich krankes Spiel. Wirklich krankes Spiel. Wir, die Deutschen, konnten zum Easy. Die Slowakei war in dem Falle klar, Respekt an die Slowaken, dass sie weit gekommen sind, aber gegen Deutschland, gegen den Weltmeister, für uns war das keine große Herausforderung. Und, aber halt, Viertelfinale Italien, GG. Wir haben es bis jetzt nie geschafft, mit irgendeinem offiziellen Turnier, Endspiel, K.O.-Spiel gegen Italien zu gewinnen, deswegen. Na, und dem Weichser müssen wir wohl helfen, oder? Ich hab einen Hilfkahn, die Kreation zu besiegen. Ach, scheiße, ist das laut, ey, muss man. Muss man ein bisschen runterdrehen, ey, das ist hier. Okay, hier sind definitiv die. Alter! Schnelle im Angebracht. Meine Güte, so viele Gegner. Oh Mann! Okay, ich schmeiß nur runter, wird schön. Es ist wahr! Ein Reiter ist ins Reich gekommen. Nein, nicht noch einer. Du bist ein Nephilim, trägst den Namen Tod. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin falsch abgebogen. Wie es scheint, bin ich hier mit euch gestrandet. Wenn du den Kessel suchst, solltest du wissen, dass er vor langer Zeit dem Verderben anheimgefallen ist. Tief in der Erde kann ich aber noch das Feuer brodeln spüren. Ich werde es versuchen. Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Karn. Dann also Bub. Wie du willst, ist mir egal. Ja. Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen. Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held. Aber der Kessel ist ordentlich versperrt. Der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang. Schön. Eure Schamanin hat mir einen Talisman angeboten, wenn ich ihr die Materialien dafür besorge. Dann ist es klug von dir, sie ihr zu bringen. Ihre Arbeiten sind sehr mächtig. Wo finde ich Pirschknochen? Pirsche streunen im Kessel umher. Sollte eine einfache Aufgabe sein, wenn dein Name etwas bedeutet. Sag mal, wenn du da reingehst, würde es dir was ausmachen, etwas für mich zu tun? Ja, würde es. Tue ich nicht bereits genug? Vielleicht.
Jedoch scheint es mir, dass du nicht genug für dich selbst tust. Oder wenigstens von einer Nebenwirkung profitierst. Nun, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet. Ich habe eine alte Metallschale dort zurückgelassen, mit dem Bild von zwei Hämmern in der Mitte. Nicht sehr ansehnlich, aber es war mein Gesellenstück. Das letzte, was ich je geschmiedet habe. Eine Schale? Du willst, dass ich dir eine Schale bringe? Ja, nun, sie hat einen ideellen Wert. Wenn du sie findest, entlohne ich dich dafür. Okay, gesucht und gefunden. Finde Kerns silberne Schale. Ja, und wie weit sind wir als Reiter gesunken, dass wir hier... Ja, stell das Feuer des Bergs wieder her. Wir müssen hier quasi für irgendwelche... Fake-Zwerge... fucking Schalen einsammeln, nur damit wir entlohnt werden. Aber naja, alles für unseren Bruderkrieg. Alles für unseren Bruderkrieg, ja. Und ich finde es super, dass sofort die Truhen angezeigt werden, was so... Erleichtert natürlich meine Arbeit. Ich würde schon wieder einen Fehler machen. Meine Güte! Wo ist mein Handy? Ah, da ist es. Sehr schön. Dann, warte mal, da können wir doch hinspringen, oder? Gut, dass das Video nicht instant getriggert wurde. Mal schauen, was passiert, wenn wir da hinspringen. Nichts. Sehr schön. Ich finde mich super. Und rein da. In ein Dungeon? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen? Aber beide Türen sind verschlossen. Wahrscheinlich werden wir dadurch irgendeine Tür öffnen können. Ja, das war ziemlich offensichtlich. Und rein da. Gut, dass er wenigstens seine eigene... Na, das ist eine Kessel. Schön, dass er wenigstens seine eigene Hand benutzt. Nochmal mit diesen beiden riesigen Reaper hinten da. Das ist sonst gar nichts. Ja, natürlich das erste Spiel, ne? Spektakulär hier. Schweiz gegen Polen. Elfmeterschießen ging wirklich knapp 5 zu 4 aus. Ach, und da sind die Bomben. Schattenbomben sind extrem explosiv und können verwendet werden, um bestimmte Objekte zu zerstören oder andere zu verschieben. Ja. Frage ist, okay, das da... Bin ich doch schon, ey. Sehr schön. Na, die Bomben sind natürlich auch wieder zurückgekehrt. Von solchen Pflanzenbomben wurde es zu Schattenbomben. Ach, meinetwegen. Ah, Vagabundstulpen, die müssen wir direkt aus. Das ist schon mal besser. Und wir nehmen uns einen Zorntrank. Alter, ich bin so ein Faggot gerade, wirklich. Erstmal schön das Ausweichen verlernt. Fand ich in der letzten Folge besser. Ja, wir machen hier nur so einen lehmen Schlag, wo du eigentlich kaum Probleme hast auszuweichen. Ach, vielleicht können wir ja mal. Schön, dass ich direkt. Hier haben wir diesen Teleportschlag gemacht und sofort. Und direkt ist einer sogar in Brand geraten. Das finde ich ja super. Bin ich da. So, da habe ich es euch gezeigt. Hier für mich LB und X. Das ist halt so ein Teleportschlag. Gut, dass ich es einfach so gewastet habe. Wenn ich jetzt den Scheiß auf den Super, dass er auf mich wartet. Nicht sehr nett von dir. Ja, wir da noch Zorn einfach Angriff auf. Das ist ein Wetter. Faustschild bringt uns nicht so viel. Deswegen nehmen wir den mal einfach nur. Hier Schulterschutz. Direkt ausrüsten. Ja, das heißt gar nichts. Und eine üble Sense. Ist schon mal viel besser. Stufe 3 auch. Rüste sofort aus. Das ist cool, so verschiedene Sensen. Das ist für mich klasse. Das ist super. I've got a briefcase. Ne, das sind Sensen. I've got a briefcase. Sensen. Sensen. Okay, da hoch kommt man. Auf so ein Shit. Ich tue so wie normal hier das. Das weiß ich natürlich, wo man da.
14, ist alles verschlossen noch. So, dann wäre es ja, weiß ich, wäre es grün, wenn es nicht verschlossen wäre. Ich frage mich, ob wir die Bombe hier darauf schmeißen können. Wahrscheinlich, oder? Jupp, sehr schön. Sehr smart, der Kobau, sehr smart. Ich mag immer diese LB-Angriffe, die sind so cool. Aber ich unterschätze immer die Reichweite von denen. Und B. Finish this bitch. Ja, Wales not, oder? Naja, war nicht überraschend, aber quasi das hat auch Jung super quasi erwähnt. Ah, der Heidrein passt jetzt gerade toll. Hat Jung super erwähnt, dass er Belgien richtig die Opfer als Gegner hat. Belgien muss erstmal gegen Ungarn konnten die 4-0 abfertigen, dann kriegen sie auch noch Wales oder Nordirland halt. Der Turnierbaum ist mega unfair. Wenn man sich zum Beispiel den Weg von Italien anschaut, die werden es viel härter haben. Frankreich wird dann, welche Irland besiegen konnten, easy, treffen dann auf Island halt, das ist ihr Nationsteam gerade. Und ein eigentlich viel besseres Kroatien hat leider 1-0 verloren. 0-1 verloren gegen Portugal. Versperrt. Keine Ahnung, wie das passieren könnte, da war ich auch super überrascht, dass irgendwie in der Verlängerung hat dann Portugal einfach das Tor gebracht und ja, okay, sie waren nicht schlecht im Matchup, aber halt, wie schon, wie es bald so erwähnt wurde, sie hatten einfach die bessere Taktik und so und haben das super gemacht und alles. Ich glaube, hier geht's. Ja, Schulterstück hier, ja, okay, ja. Megabund und Talisman haben wir ausgerüstet. Sehr schön. Ich würde auch auf die Map gucken. Boah. Die Map. Ach, da ist das Ende. Gut, dann schaue ich mir bis da hinten mal an, was da los ist. Dann kehren wir wieder in diesen Hauptraum zurück, wo ich auch schon weiß, wo es entlang geht. Wo es entlang gehen sollte. Also auch ziemlich einfach. Nice Bug. Finde ich gut. Alter, du Bitch. Nach hinten, meine Güte. Muss der dafür erstmal hochrennen oder was? Boah. Was pfisch mich an. So. Ich weiß nicht, ich bin schon viel zu weit, oder? So, erstmal habe ich das Gefühl, dass ich alles okay gemacht habe und dann habe ich das Gefühl, dass ich. Na egal. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Kommen wir da irgendwie rüber? Probier's mal. Nein. Aber wenigstens fliegt er mal hoch, das ist so realistisch. Okay, darüber können wir auch noch nicht. Wieder zurück. Ja. Kommen wir zurück zum Fick. Ich sehe. Das habe ich ja null gesehen. Was natürlich meines hier einfach. Rückblick an. Ich bin natürlich sehr gespannt. Natürlich das Highlight-Spiel wird natürlich die beiden besten Mannschaften des Turniers gerade im Moment. Italien gegen Deutschland. Gibt es das Wunder von Bordeaux und die deutsche Mannschaft schafft es zum ersten Mal in einer K.O.-Phase quasi gegen die Italiener zu gewinnen oder wird es einfach the same as always? Fragen über Fragen. Die Frage, die ich habe, ist, wie komme ich da hin? Denn der Scheiß scheint auch hier noch zu verschlossen zu sein. Ja, also. Ich weiß nicht, was mit euch ist, aber. Ich bin.
offiziell fertig. Ja, ich weiß, die benutzt ein Kind. Aber es ist offensichtlich, dass wir hier nicht einfach rüberspringen können, oder? Ja. Nein, unsichtbare Wand gibt es sogar, damit wir nicht die Möglichkeit bekommen, uns irgendwie dahin zu einfach normal zu springen. Ja, toll. Wie geht's denn dann weiter? Weil da hinten habe ich auch noch keine richtige Chance gesehen. Ich muss ja da einfach danach suchen. So ein Bullshit. Einfach suchen, weiter suchen. Das war gutes, quasi eine gute Zeit, um halt ein bisschen früher zu Schluss zu machen, weil halt das letzte Part zu lange lief. Dann kann ich suchen und euch die Zeit ersparen. Wir sehen uns dann zum nächsten Part. Bis dann und ciao.